This leaf. Dieses Blatt hat die Fähigkeit, die höchste Menge an Sonnenstrahlen zu absorbieren. Wenn man es auf Wasser setzt, zeigt der Stiel immer nach Norden. Die menschliche Aktivität kann durch den Verzehr dieses Blattes auf eine andere Ebene gehoben werden. Du wirst sehen, es wird dich nicht schlafen lassen. Sein Stiel ist so empfindlich, dass er zu einer Quelle der Wahrnehmung wird. Sadhguru, dies ist von Suraf, der wissen möchte, was die Bedeutung von Betelblättern ist, wenn sie der Göttin dargeboten werden. Oh, das heißt, du hast sie nicht gegessen. Weißt du, Leute betrachten den Ruß auf dem Betelblatt und können die Zukunft vorhersagen oder lesen. Es gibt also eine Kultur, bei der der Lampenruß auf dem Betelblatt gesammelt wird. Vielleicht wissen viele von euch nicht, was ein Betelblatt ist. In Indien ist das sehr wichtig. Es ist ein sehr gutes Verdauungsmittel. Es ist von Natur aus alkalisch. Wenn du kleine Mengen von Gift in der Nahrung aufgenommen hast, die du gegessen hast, neutralisiert es das alles. Jegliche sauren Gifte werden neutralisiert, einschließlich Kobra-Gift. Das könnte es neutralisieren. Und bis zu einem gewissen Grad. Es ist nicht so, dass es das vollständig verhindert, aber verschiedene Aspekte werden dadurch weggebracht. Am Ende der Mahlzeit verzehren die Menschen also dieses Vettale oder Villidele oder Tambul. In einer Kampfkultur, wenn jemand den Tamalpaku in die Hand nimmt, bedeutet das, dass er ein riskantes Unterfangen auf sich nimmt. Er ist bereit, sich dem Feind direkt entgegenzustellen. Es ist eine Selbstmordmission. Heute in der modernen Stadt, in den städtischen Gebieten in Indien, in den kriminellen Banden, nennen sie es Supari. Das heißt, ich habe einen Supari in Bezug auf dich in die Hand genommen. Das heißt, ich werde kommen und dich ermorden. Nun, ein Supari ist auf ihn angesetzt. Derjenige, der ihn tötet, bekommt den Supari. Es kommt natürlich mit einem Preis. Das kommt also von einem viel älteren Brauch. Wenn ich das Tambul in die Hand nehme, bedeutet das, dass ich für eine Selbstmordmission bereit bin. Diese beiden Dinge wurden so miteinander in Verbindung gebracht, dass die menschliche Aktivität durch den Verzehr dieses Blattes auf eine andere Ebene gebracht werden könnte. Und dieses Blatt funktioniert nur, wenn es mindestens 3 cm Stiel hat. Wenn man es knapp abschneidet, hat es nicht den gleichen Effekt. Dieses Blatt, ich weiß, dass man fast jedes Blatt verwenden kann, aber dieses spezielle Blatt, wenn man es auf Wasser legt, wird der Stiel immer nach Norden zeigen. Weißt du das? Wenn man es ins Wasser legt, in stilles Wasser, wird es sich ganz natürlich so eindrehen und nach Norden zeigen. Wenn du dich also im Wald verirrt hast, du hast ein Betelblatt bei dir, du legst es ins Wasser, es zeigt dir, in welche Richtung Norden liegt. Wenn du Norden hast, kennst du auch alle anderen Richtungen, meine ich. Betelblatt und Wahrnehmung wurden in Verbindung gebracht, weil es ein neurologisches Stimulant ist, eher ein Nervenstimulant. Wenn du es konsumierst, werden deine Nerven in einen milden, in der Art. Deine neurologische Komplexität und neurologische Aktivität und deine Wahrnehmung stehen also in direktem Zusammenhang.
Der Grund, warum der Mensch viel mehr wahrnehmen kann als jedes andere Lebewesen, ist, weil wir das komplexeste neurologische System haben. Eigentlich sollte man besser hören, man sollte besser sehen, man sollte besser riechen können als jedes andere Lebewesen. Aber da wir in Städten leben, ist das abgestumpft worden. Wenn du in der Natur leben würdest, wären diese Dinge sehr, sehr wachsam. Einfach so wärst du viel besser als die meisten Lebewesen, wenn es darum geht, alles zu riechen, zu sehen, zu hören. Aber alles ist stumpf geworden wegen exzessiven visuellen, auditiven und geruchlichen Einflüssen. Alles ist überladen, wenn man in einer städtischen Gesellschaft lebt. Deswegen ist es ziemlich abgefallen. Andernfalls, wenn ein Mensch in der Natur lebt, hat er den höchsten Empfindungsgrad der 5 Sinne. Da wir das komplexeste neurologische System haben, nimmst du darin einen kleinen Hype ganz natürlich wahr. Welche Werkzeuge auch immer für die Wahrnehmung verwendet werden, es gibt immer ein Betelblatt. Betelblatt, definitiv da. Daher werden Devi, Hanuman und verschiedene andere Götter und Göttinnen immer mit diesem besonderen Blatt bedeckt. Und dann wird dieses Blatt verwendet. Schau, alles, was etwas berührt, hinterlässt einen bestimmten Abdruck. In diesem Moment sitzt du hier. Wenn wir deinen Hund bringen, nachdem du gegangen bist, weiß er, wo du gesessen hast, ja oder nein? No, I'm not saying you that smelly, but... Nein, ich sage nicht, dass du die Art übel riechst. Aber ein Hund würde es herausfinden, nicht wahr, wo du gesessen hast. Er wird nicht verwirrt werden. Er weiß, wo du gesessen hast. Das heißt, du hast etwas hinterlassen. Bei jedem Kontakt lässt man also immer etwas zurück und nimmt etwas an. Das ist es, was wir als Runanubandha nennen. Ein Yogi, der wachsen will, ein Yogi, der nicht mit verschiedenen Arten von Prägungen verwirrt werden will, vermeidet daher meist körperlichen Kontakt. Und wenn du versuchst, seine Hand zu schütteln, macht er so, weil ein unnötiger Kontakt nicht nötig ist. Einfach, weil es deine Wahrnehmung verwirrt. Es kommt darauf an, was du tun möchtest. Wenn du verzweifelt nach menschlichem Kontakt suchst, dann schnappst du dir jeden, den du siehst, schnappst ihn dir. Aber wenn es dir in deinem Inneren gut geht, du nach Möglichkeiten suchst, dieses Leben zu verbessern, dann willst du den Kontakt minimieren. Denn zu viel Kontakt wird zu Abweichungen in deiner Fähigkeit führen, das Leben so zu sehen, wie es ist. Nun, Vetelpaku und Vetale verstärkt das besonders. Alles, was mit Devi zu tun hat, ist also immer mit dem Betelblatt verbunden. Das ist seltsam für, weißt du, weil viele Inder damit kämpfen, weil sie nicht wissen, was es ist, also denken sie, dass sie das Blatt, die Spitze, in Richtung der Göttin halten müssen. Nein, immer der Stiel in Richtung der Göttin. Es sieht so aus, als ob es dir dargebracht wird. Aber das ist, was es ist. Es ist für dich. Weil ein Betelblattstiel in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen. Betelnuss und dieses Blatt werden zusammen verwendet. Deshalb haben die Engländer angefangen, es Betelblatt zu nennen. Es ist Vetale. Paku ist getrennt davon. Dieses Blatt hat also die Fähigkeit, im Vergleich zu allen anderen Blättern die meisten Sonnenstrahlen pro Quadratzentimeter zu absorbieren. Deshalb wächst sie nur im Schatten. Sie verträgt kein Sonnenlicht, weil sie zu viel davon absorbiert. Aufgrund dieser Absorptionsfähigkeit ist vor allem sein Stiel so empfindlich, dass er zu einer Quelle der Wahrnehmung wird und ein Zeiger Richtung Norden ist. Und wenn du es konsumierst, verbessert es dein neurologisches System und damit auch deine Wahrnehmung.
Und wenn es mit Devi in Berührung gekommen ist oder sein Stil in Richtung der Devi zeigt, nimmt es auch ihre Qualität auf. Und dann willst du es in dein System hineingeben, das ist die Idee. Oder Leute legen es einfach auf ihren Körper. Manche Menschen legen es an ihr Manipuraka oder Anahata oder Vishuddhi. Tue diese Dinge nicht, denn das erfordert eine gewisse Vorbereitung. Aber du kannst es konsumieren. Vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu, wenn du möchtest, kannst du es konsumieren. Es ist auf jeden Fall, du kannst sehen, dass es ein kleines Hoch ergibt. Es ist ein Stimulant, der anders ist als Kaffee oder Tee. Es ist nicht so aggressiv, aber es funktioniert. Wenn du eine schwere Mahlzeit zu dir nimmst und dann ein Betelblatt isst, dann wirst du sehen, dass es dich nicht schlafen lässt. Aber gleichzeitig fühlst du dich nicht überaktiviert. Eine behutsame Aktivierung des neurologischen Systems geschieht. Es wird deshalb schon seit langer Zeit verwendet. Und auch beim Betelblatt gibt es eine Tradition, dass man es nie vertikal zerreißen sollte. Da die Wirbelsäule des Betelblattes sehr wichtig ist, sollte man es nicht vertikal einreißen. Wenn du es teilen willst, wenn du, das Blatt ist so, du musst es so schneiden, aber niemals so schneiden. Also das, dafür gibt es metaphorisch eine Geschichte. Es gab einen König namens Jarasandha. Jarasandha war ein sehr mächtiger Mann und regierte mit eiserner Faust. Und er hatte Ambitionen. Er befand sich im östlichen Teil Indiens. Er hatte Ambitionen, sein Königreich zu vergrößern. Krishna wollte also nicht, dass das passiert. Sie gingen quasi inkognito dorthin, aber dann gaben sie sich zu erkennen. Dann war Jarasandha ein großer Ringer und ein Krieger. Als sie ihn also zum Duell einluden, sagte er, du entscheidest. Wie du willst, so kämpfe ich mit dir. Und so sagte Krishna, du wirst mit Bhima ringen müssen. Jarasandha war genauso stark wie Bhima und so geschickt wie Bhima, also sagte er zu. So begannen sie einen Ringkampf. Es heißt, dieser Kampf soll 13 Tage gedauert haben. Vielleicht haben sie in der Nacht geschlafen, aber 13 Tage Wettkampf vergingen ohne eine Entscheidung. Beide waren völlig erschöpft, sie konnten kaum aufstehen. Beide waren so erschöpft, aber niemand war besiegt. Dann saß Krishna einfach da und sah Jarasandha an. Was auch immer man tut, der Kerl stirbt nicht. Was ist es? Er schaute es sich an. Dann sah er, dass ein Segen auf ihm lag. Wenn er nicht in zwei Teile gerissen wird, wird er nicht sterben. Krishna saß also da und aß Betelblätter und Nüsse. Und er nahm ein Betelblatt. Aus schierer Frustration sah Bhima ihn an. Was soll ich tun? Ich bin erledigt. Der Kerl stirbt nicht, ich werde nicht aufgeben. Es geht endlos so weiter, was ist zu tun? Krishna nahm das Betelblatt und zerteilte es vertikal. Das nächste, was Bhima tat, war, seine beiden Beine festzuhalten und sie auseinanderzureißen. Und ihn auf zwei Seiten der Arena zu werfen. Er starb. Das Betelblatt vertikal zu zerteilen ist also verkehrt. In den Häusern wird es nie gemacht. Wenn man es teilen will, bricht man es immer so in zwei Hälften. Wahrscheinlich ist das nur eine Geschichte, um es euch zu erzählen. Aber das Wichtige ist, dass der wichtigste Teil des Blattes die Wirbelsäule ist. Wenn du es also mit jemandem teilst, müssen sie auch einen Teil der Wirbelsäule bekommen. Wenn du es auf diese Weise zerreißt, bekommst du entweder sie oder sie kriegen sie. Beide werden sie nicht bekommen. Wenn man sie also auf diese Weise auseinanderbricht, kriegen beide die Wirbelsäule und den Stiel. Das ist also ein Grund, warum das Betelblatt und Devi miteinander verbunden sind, denn beide stehen für Wahrnehmung. Beide dienen der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung.